Erste Schulstunde in der Volksschule St. Thomas am Blasenstein. In der dritten Klasse gibt's am Morgen gleich mal eine Bewegungseinheit. Das hier am Tisch, das ist ein sogenannter Teleavatar, der statt dem Mitschüler Ben die Schulbank drückt. Wir besuchen ihn und seine Mutter zu Hause. Er war lange Zeit krank, mittlerweile geht es ihm aber wieder gut. Uns zeigt er heute, wie er trotz seiner Krankheit den Kontakt zu seiner Klasse nicht verloren hat. Die Bewegungseinheit macht auch vor dem Tablet Spaß, weil er sie gemeinsam mit seiner Klasse machen kann. Möglich macht das der Teleavatar, weil er mit Kamera und Mikrofon ausgestattet ist. Die Signale werden übers Internet übertragen. Mit dem Tablet kann Ben den Teleavatar auch steuern. Er kann sich um 360 Grad drehen, nach oben und unten, links und rechts schauen, sogar aufzeigen. Dann leuchtet der Avatar an seinem Platz in der Schule. Auch seine Lehrerin hat den Mehrwert des Teleavatars rasch zu schätzen gelernt. Wir haben ganz viele Unterrichtssequenzen gemeinsam gearbeitet, der Ben und ich, wo der Ben dann aufgezeigt hat. Ich habe mir das Buch geschnappt, er hat sich das Buch geschnappt und wir haben halt dann einen Unterricht gemeinsam gemacht, so wie halt die Kinder auch normalerweise weiterhilft. Wir haben Planarbeit gemacht und sobald er mich braucht hat oder sobald er einen anderen braucht hat, hat er einfach sich gemeldet und es hat super funktioniert. Also ich würde schon sagen, dass das auch für den Unterricht und für das Lerntechnische gut geklappt hat. Zuvor hat ihn seine Mutter unterrichtet und das ist auf wenig Begeisterung bei Ben gestoßen. Der Avatar war da ein richtiger Gamechanger. Beim Ben war es wirklich so, es hat ihn nicht mehr gefreut. Also ich habe für Dinge, die du eigentlich in 5 Minuten erledigen kannst, habe ich oft eine Woche gebraucht, weil es ihn nicht gefreut hat. Und mit dem Avatar, da hat er seine Lehrerin gehabt. Er hat wieder angefangen, dass er mir anruft, dass er erzählt, dass er im Schul eigentlich Spaß macht. Also du kommst als Mama oder als Familie und als Kind schon an das Problem, wenn es nur die Mama macht, die du eh schon 24 Stunden siehst, in jeder Lebenslage, interessiert dich dann die Schule nicht mehr. Noch wichtiger als das Lernen ist aber die soziale Interaktion. Ben war mit am Wandertag. Die Kinder haben ihn auf den Pausenhof getragen, wenn dort gespielt wurde. Und selbst auf Familienfeiern war der Avatar mit dabei, als Ben im Spital war. Entwickelt wurde der Avatar von einem norwegischen Start-up-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, soziale Isolation mit moderner Technologie zu bekämpfen. In Österreich hat das Institut Die Berater den Vertrieb übernommen. Die Datensicherheit ist eines der wichtigsten Features überhaupt, sagt Laura Reiterer. Nur das betroffene Kind darf das iPad nutzen, das heißt hören und sehen, was über das iPad abgespielt wird. Jedes Kind muss einen eigenen Zugangscode für die App festlegen, den auch wirklich nur das betroffene Kind kennt. Sollte jetzt versehentlich über das iPad ein Screenshot gemacht werden oder eine fremde App versucht, auf den Avatar zuzugreifen, blockiert das iPad sofort, das heißt die Verbindung zum Avatar wird abrupt beendet und der Avatar muss dann von uns wieder freigeschalten werden. Das aus dem Grund, dass der Avatar einfach wirklich nur in Echtzeit überträgt. Das heißt, keine Aufnahmen und nichts darf im Hintergrund passieren. Ein längeres Gespräch mit Laura Reiterer finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Weitere Informationen zum Teleavatar gibt es auf der Seite teleavatar.at.